Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Ultra Despair Girls. Leider hatten wir die letzte Challenge nicht so erfolgreich abgeschlossen, aber was sollen wir machen? Das ist ein bisschen schade, ich ärgere mich drüber, weil ich gewusst habe, wie man es theoretisch machen sollte, aber ich war nicht nah genug dran, nicht doof, ich hätte ganz nah rangehen müssen. Naja, ich war so glücklich, dich kennengelernt zu haben. Um die Wahrheit zu sagen, ich wusste nicht, was ich tun sollte, als du geboren wurdest. Zu jener Zeit waren ich und deine Mutter Schüler, Studenten und es tut mir leid, zugeben zu müssen, dass wir uns stritten, ob wir dich nun haben sollten oder nicht. Letztendlich entschlossen wir uns zu heiraten, kurz bevor du geboren wurdest. Und vielleicht haben wir es zunächst ein wenig bereut, aber vielleicht haben wir uns auch selbst an der Nase herumgeführt. Aber wir haben uns hindurchgearbeitet. Während andere Menschen in unserem Alter spielten und lernten, machte es mir nichts aus, 12-Stunden-Schichten zu schieben, denn es war, um dich und deine Mom zu unterstützen. Und ich weiß, dass Mom es nicht mag, so zu denken, weil du weißt ja, das Liebste, was sie sagt, ist, im Leben geht es nicht ums Gewinnen oder Verlieren, aber wenn ich an deiner Seite bin, dann habe ich das Gefühl, als würde ich gewinnen. Ich habe das Gefühl, als würde ich mein altes Ich besiegen, das Ich, das dich nicht haben wollte. Und ich überlegte, was für ein Leben er wohl jetzt hätte. Um es also mit einfachen Worten auszudrücken, ich bin so glücklich, dass ich dich kennenlernen durfte. Aber wenn du diesen Helm aufsetzt und als du diesen Helm aufgesetzt hast und diese Monokuma kontrolliert hast, die deine eigene Mutter getötet hatten. Es tut mir leid, aber da konnte ich nur noch Hass empfinden. Aber trotzdem, ich würde nie daran denken, dich umzubringen, aber wie soll ich sagen? Wie waren die letzten paar Jahre für dich? Was hat dir das alles bedeutet? Hast du denn nichts gehalten von deiner eigenen Mutter und deinem Vater? Oder ist das nicht das wahre Du? Und das ist einfach nur ein Albtraum. Das ist so ein seltsames Gefühl zu denken, dass, wenn ich sterben sollte, ich zumindest will, dass es meine eigene Tochter tut. Ich weiß auch nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Mann, voll tragisch. Das ist richtig übel. Was ist damit? Wieso ist das da? Ach so, damit man da nicht lang geht. Wir haben leider gar nichts mehr Glitzeriges gefunden. Naja, ich gehe erstmal runter jetzt. Ja, da kommt man auch nicht wirklich lang, oder? Würde ich denken. Ah, ein Wegweiser. Was sagt denn der Wegweiser? Badiau! Aha, in die Richtung. In die Richtung. Sorry. Das ist ein weiter Weg und da ist eine Monomono-Maschine. Dulü, dulü. Was haben wir denn hier Schönes? Oh, wow, ein Herz. Das haben wir echt nicht nötig. Also, rein gesundheitlich geht es uns wirklich tipptopp. Ich würde sagen, wir schauen hier erstmal. Da geht ja noch was, ne? Ein ziemlich langer Weg. Da ist eine Treppe da hinten. Jai. Tja. Ich nehme Knockback, oder? Dann müsste das ja jetzt explodieren. Huch, wo ist denn der eine verschwunden hin? Der ist ins Nichts abgerutscht. Wahrscheinlich ins Wasser. Dann mal hier hoch. Na, wehe, wenn sich das nicht lohnt. Hä? Was ist das hier? Ha? Musste man hierher? Da sind 4 Ventillöcher. Ich kapier's nicht ganz, aber wieso versuchen wir nicht hineinzugehen, einen nach dem anderen? Wäre das nicht gefährlich? Was, wenn diese Kinder darin Fallen gelegt haben? Oh, dann schätze ich, ist es wohl am besten, sie vorerst zu ignorieren. Ah, alles klar. Also kann ich da momentan auch noch gar nicht rein? Nee. Dann kommt das bestimmt erst später, dass wir hier nochmal her müssen. Ah, da ist aber noch ein Kind. Na, mit dem reden wir doch mal. Da ist auch Farbe. Wartet, ich schau nur mal. Oder sind da an der Wand vielleicht Hinweise? Ah, was steht da? Oh mein Gott, das ist so viel. Challenge.
Wartet, wir reden erstmal kurz mit dem Kind. Okay, 10 Vögel sitzen auf einem, was ums Haus herum ist, ein Zaun. Ein erfahrener Schütze möchte sie loswerden mit seiner Shotgun. Wie viele Schüsse braucht er? 110, 1 oder 0? Okay, durchnummeriert von links nach rechts A, B, C, D. Oder mit Buchstaben versehen. 10? Ja, wenn er Rid werden will, also wenn er sie einfach nur loswerden will, kann er sie auch aufscheuchen. Er muss einmal in die Luft schießen. Vielleicht einmal in die Luft schießen, dann werden sie wegfliegen. Also er könnte eigentlich auch einfach auf sie zugehen. Dann würden sie auch wegfliegen. Dann könnte man auch 0 sagen. Vielleicht denke ich gerade zu kompliziert. Eine geschriebene Herausforderung. Scheint, als müssten wir das Rätsel lösen, das dieses Kind uns gibt. Soweit ich das sehen kann, erhältst du einen Gegenstand, wenn du richtig liegst. Und Monokuma attackieren dich, wenn du falsch liegst. Das hört sich nach einem ziemlichen Scheißspiel an. Lass es uns einfach ignorieren, dieses Gör, und umkehren. Aber rennen wir dann nicht vor der Herausforderung dieses Kindes weg? Das wäre beschämend. Wieso ist dir das so wichtig? Ich weiß auch nicht. Das ist dir wirklich immer wichtig. Also ich würde das schon gerne hinbekommen. Die Frage ist, also für mich gibt es wirklich zwei Möglichkeiten halt. 0 mal, indem er einfach auf sie zugeht. Oder er schießt halt einmal mit der Shotgun in die Luft. Eins von beiden wird es wohl sein. Ist meine Vermutung. Ich nehme jetzt mal 1. Er schießt einmal in die Luft, die Vögel fliegen weg. Ich vermute das jetzt einfach mal. Und wenn nicht, nehmen wir dann D. Und? Ja! Wir haben richtig gelegen. Cool, wie gesagt, er könnte sich die Munition auch sparen, meiner Meinung nach. Aber egal. Hä? Wir haben es gelöst. So, wer ist hier der Boss? Ja, die Antwort war C. Ein Schuss. Er kann einmal mit seiner Waffe schießen, dann kriegen alle Vögel Angst und fliegen fort. Also ist die Antwort 1. Ja, man musste außerhalb der Box denken. Gut gemacht. 100%. Kein Problem. Yeah, du bist so toll. Aber ja, ich werde niemals gegen Kinder verlieren. Ja, das hoffe ich. So, jetzt will ich aber dieses Geschenk. Was gibt's da? Was? In den alten Tagen war ich die Lieblingssocke. Ach, diese alten Geschichten schon wieder. Du lebst in der Vergangenheit. Bitte streitet euch nicht. Dafür? Das alles? Ernsthaft? Nein. Das ist doch fies. Das hat sich nicht wirklich gelohnt. Naja, egal. Aber es hat Spaß gemacht. Fand ich jedenfalls. Ich fand's ganz cool, so ein kleines Rätselchen. So, falls hier jetzt nochmal Monokuma auftauchen, versuche ich dran vorbeizulaufen, wenn es geht. Wo muss ich denn jetzt lang? Da hinten, oder? Boah, ich hab... Wartet. Dafür ist es ja da. Zeig nochmal. Ja, gut. Geradeaus weiter. Die Maschine ist noch nicht wieder funktionstüchtig. Also können wir uns da nicht nochmal was rausholen. Noch eine Batterie wäre nett. Ein Stück noch weiter. Lululu. Einmal umschauen. Okidoki. Tja, da geht's hoch. Da geht's aber auch noch ein Stück weiter. Da drüben glitzert es. Ah, was ist jetzt? Und da wären wir.
どこに秘密基地があるのよ。やっぱり私たちを騙したのね。Hier soll eine Geheimbasis sein? Ich wusste, dass du hast und uns ausgetrickst. Omaru, もう遠慮することないわよ。さっさと撃っちゃいなさい。Omaru, halt dich nicht zurück. Erschieße diesen Verräter. Nein, du liegst ganz falsch. Die Geheimbasis ist dort oben, wenn du die Leiter hochkletterst. Kommt schon, folgt mir. Tja, müssen wir halt ausprobieren. Sonst werden wir es nicht erfahren, ob es wahr ist. Worauf wartest du? Du musst zuerst die Leiter hochklettern. Hä? Wieso denn? Wir mögen zwar beide Mädchen sein, aber ich würde sterben, wenn du meine Unterwäsche sehen würdest. Ja gut, selbst wenn ich sie aus Versehen sehen sollte, ich werde es dir nicht sagen. Darf ich also noch da drüben gucken oder muss ich jetzt die Leiter hoch? Wahrscheinlich gehen wir automatisch die Leiter hoch, denke ich mal. Sieht fast so aus, eine lange Ladezeit. Tatsächlich. Braucht man einen Innenarchitekten, sieht ein bisschen öde da aus. So viele Erwachsene hier. Ich hätte niemals erwartet, dass es so eine Basis im Untergrund gibt. Das ist ein altes Warenhaus, in dem sie Wassertanks aufbewahrt haben. Die Kinder wissen davon nichts. Was ist mit diesen LKWs, glaube ich. Oh ne, mit diesen... Wie heißen das? Wie heißen diese Dinger? Container, ne? Ja. Ich habe sie hierher gebracht, damit das Leben für alle etwas leichter wird. Etwas angenehmer. Hehe, bin ich nicht stark? Ich mag nicht so aussehen, aber ich bin genauso aufgebaut wie ein Monokuma. Nicht so aussehen? Du siehst exakt wie ein Monokuma aus. Da ihr schon mal hier seid, könnt ihr ja mal mit allen sprechen. Danach wieder mit mir reden. Okay, also wir sollen erstmal hier alle kennenlernen. Du einseitiger Idiot, ich will nicht mit ihnen reden. Ich glaube, einseitig ist hier eher als einfältig gemeint. Ich würde voll gerne speichern, wir durften ewig nicht speichern. Ich glaube, auch nach dem zweiten Schießen noch gar nicht. Wisst ihr was? Zum Speichern? Nein, nie zum Speichern. Naja gut, da wird ja wohl nicht direkt ein Kampf kommen. Kann man hier mit so Gruppen reden oder... Wow, 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 was ist mit der Kamera los? Die wollen alle nicht mit mir reden. Shirokuma ist voll fies, wollen alle nichts von mir wissen. Ich guck hier nochmal, die streiten sich oder so. Da sind diese Container. Da geht's hoch. Hier sind Verletzte. Da redet jemand. Ihr, die ihr gerade hereingekommen seid, sieht ziemlich jung aus. Ihr solltet besser nicht auf der Seite der Kinder sein. Natürlich nicht. Welcher Teil dieses, ja, mit Rundungen versehenen Körpers sieht denn kindisch aus? Nun, wenn Shirokuma euch hierher gebracht hat, müssen wir uns keine Sorgen machen. Wir können ihm vertrauen.
Wurdet ihr auch von Shirokuma hierher gebracht? Ja, alle hier. Wir wurden alle von Shirokuma gerettet. Hey, aber hey, es tut mir leid, so direkt zu sein. Ich hab nicht wirklich Lust zu reden. Ihr könnt euch ja mit wem anders unterhalten. War der schlecht drauf oder so? Ja, er versteht es einfach nicht. Ich guck mal kurz, was aloof ist. Ich hatte das schon mal, aber ich weiß gerade nicht mehr, was das war. Ja, verhält sich so distanziert. Er weiß halt nicht, was richtig cool ist. Ich möchte, dass Master Byakuya ihm mal eine Lektion erteilt. Warte, nein, ich möchte, dass Master Byakuya mir eine Lektion erteilt. Okay, kommt man hier überhaupt hoch? Wahrscheinlich geht das gar nicht, oder? Ich will es nur mal wissen. Nee, geht gar nicht. Gut, bin ich beruhigt. Da gehen wir dann einfach auch gar nicht lang. Da kommen wir auch gar nicht rein. Da ist noch jemand, mit dem man reden kann, aber hier glitzert noch was. Das nehme ich erstmal. Das Mysterium der massakrierenden Monokumas. Mit der Tragödie. Okay, wartet. Im Zuge der Tragödie wird die Erforschung und Untersuchung der Maschinen, bekannt als Monokumas, von der illustren Tova-Gruppe vorangetrieben. Wer sie entwickelt hat, wer sie produziert und andere Mysterien, die die Monokumas betreffen, werden bald der Öffentlichkeit preisgegeben. Ich glaube, das ist nichts geworden. So, ja, die hocken da auch alle rum, aber wollen nicht reden. Aber hier war noch jemand, der bereit ist zu reden. Eine verletzte Frau. Bist du verletzt? Geht es dir gut? Ah, es sieht ziemlich übel aus, nicht wahr? Die Kinder waren das. Wäre Shirokuma nicht da gewesen, um mich zu retten, ich wäre... Er hat sein Leben riskiert? Shirokuma? Shirokuma hat unsere Leben gerettet. Wenn er nicht wäre, wären hier alle Anwesenden tot. Ihr habt seine Wunden gesehen, richtig? Die hat er bekommen, als er versucht hat, uns zu helfen. Ich kann ihm gar nicht genug danken. Puh, sich bei einem Monokuma zu bedanken. Tu das nicht, schmeiß ihn nicht in einen Topf mit den anderen Monokumas. Ist ja gut. Toko, du musst nicht so empfindlich sein. Ich sag doch nur, was ich empfinde. Gott, was für eine Art von Welt ist das? Tja, die hier sind halt alle sehr, sehr dankbar. Ah, da ist ein Speicherpunkt. Wie geil. Wartet mal, wer ist das da? Das sieht vielversprechend aus. Das ist ein Mensch, der ein richtiges Aussehen hat. Das ist ja schon mal was. Gut, ich speichere jetzt aber erstmal und dann reden wir hier mit den restlichen Personen, würde ich sagen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Ultra Despair Girls wieder. Ich freue mich drauf. Also dann bis dann. Ciao, ciao.